Yeah, I mean to say, the championships and the victory today is quite bitter at the end of the day. I think one of the most bitter victories that we had, because we must come to the situation where we think about Zandvoort, where Eduardo was penalized for no reason. And these points we have bitterly missed today. So I think normally really should have been in position here to have a party on three championships, but we aren't. So it's really, really difficult at this moment to digest that. 4 points was in the end. You just mentioned Zandvoort. One can also say he lost against Spielberg, or later on for two or three other occasions. Was that just the 4 points which made the decision? Well, the decision was 10 points. But at the end of the day, obviously you have a season where many things go right or wrong as well this weekend. If Eduardo has a normal, proper, clean weekend, we have shown that we could have won both races today, and that would have been enough as well to win the championship. But as I said, a season is made of many races, but the problem with the Zandvoort situation is that this is a mathematical one. It's not an if and when and what, it's a mathematical one, and this is why it's just so difficult to accept. Wenn man morgen ist, wissen die Nacht vorbei ist, werden Sie dann trotzdem freuen über den Herstellertitel, geht man davon aus. Wie fällt das Fazit über die ganze Saison aus, wenn Sie alle Teams, alle Fahrer mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen? Gut, da gibt es jetzt erstmal, bevor ich darauf jetzt nochmal eingehe, glaube ich, was ich am Anfang ein bisschen vergessen habe. Natürlich gratuliere ich trotzdem dem Jens und insbesondere dem Marco Wittmann zum Titel. Das ist ganz klar. Wenn ich die Saison versuche, Revue passieren zu lassen, ich glaube, wir haben eine abwechslungsreiche Saison gesehen und wir haben erneut gezeigt, dass wir das stärkste Paket hatten. Wir haben 10 Rennen jetzt gewonnen von 18. Das haben wir in den letzten Jahren auch schaffen können. Aber leider ist die Titelausbeute da generell ein bisschen schwach. Und das ist natürlich was, wo wir versuchen müssen, uns für die Zukunft zu verbessern. Vielen Dank, Jens Marquardt. The most prestigious title goes to Munich this year. Marco Wittmann just won it. What can you say about this performance today, but also overall, over the entire season? Well, I think this weekend with a second and a fourth, he managed to clinch the title, and I think he's shown all over the season this year that he always managed to get the most out of the BMW M4 package, and therefore I think is a deserving champion. But obviously also congratulations to Dieter, to Audi for the manufacturers and the team title. I think we've seen an overall really interesting and tight season, and this weekend here was just the icing on the cake. Yeah, on Sunday in front of a fantastic crowd, a race really till the last a championship decision until the last minute really. And I think this is what DTM is about, super touring car racing, and a really good show for the fans. So I think we've seen that all this year, and Marco, I think consistently and quick, really did a fantastic job. And therefore, second time Mega Marco for BMW, we're really, really super proud and super happy. Sie haben es gerade gesagt, Marco gewinnt zum zweiten Mal den Titel, der geht nach München in diesem Jahr. Wie fällt Ihr Rückblick aus über die ganze Saison, wenn Sie alle Teams und alle Fahrer mal kurz analysieren? Ja, ich glaube, wir haben erstmal generell ein richtig enges DTM-Feld wieder gesehen dieses Jahr, und das war der Ansatz auch. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen die Fahrer mehr in den Vordergrund stellen, und ich glaube, es haben sich dieses Jahr einige Fahrerpersönlichkeiten rauskristallisiert, und das Rennen war bis sehr spät in der Saison sogar noch ein Vierkampf, der dann zu einem Zweikampf im letzten Rennen geworden ist, und das wollen die Fans sehen, und das finde ich ist eine tolle Geschichte. Und aus BMW-Sicht muss man sagen, unsere Fahrer waren dieses Jahr alle 8 wirklich sehr gut präpariert und haben einen tollen Job gemacht und haben auch wirklich tolle Rennen gezeigt. Und ja, dass wir mit dem Martin Tomczyk nach 16 Jahren einen der verdientesten und sicherlich auch besten Fahrer in der DTM jetzt hier in seinem letzten Rennen heute erleben, der nochmal einen Punkt einfährt und mit uns ja auch weitermacht in anderen Serien, und dem Antonio, der zweimal auf Pole gestanden ist, der auch Tschüss zur DTM sagt, ist natürlich zeigt, wie hoch das Fahrerniveau hier ist, und ich bin einfach stolz auf die Truppe, auch die Teams, die vier und meine Mannschaft bei BMW Motorsport, die einen super Job gemacht haben und mit dem Marco eine Belohnung für eine harte Saison jetzt gekriegt haben. Vielen Dank.
Oli Fritz, today two guys on the podium, an excellent finish of the season, which was somehow a positive end of a difficult last part of the season. What is the summary of the last weekend here in Hockenheim for you? Yeah, I think first of all, congrats to both BMW and Audi on their titles. Yeah, unfortunately, we could not really play that role until the end of the season. So I think we had a really strong package. Until today, still we had in the race we had the heaviest car in the grid. So yeah, it was definitely not what we hoped for. We came here to defend the title of last year, and this was not possible due to various reasons. But yeah, I think we have improved as a team. We have improved with our car a lot. So that's the positive. The negative is that we did often not get it together as we should have. So that's where we have to work on, and I think we'll put a lot of effort into it to come back stronger next year than ever. Kein Titel geht nach Stuttgart in diesem Jahr. Trotzdem muss man sagen, Mercedes war alles andere als abgeschlagen, hielt immer auch mal gut mit. Der Eindruck von außen war, dass das Auto relativ schwer vorauszusagen war. Manchmal lief das super gut, manchmal war es ziemlich enttäuschend für Sie waren. Können Sie sich jetzt schon ein bisschen erklären, warum das so unkonstant war? Ja, ich glaube, grundsätzlich war es so, dass wir von Beginn an der Saison das Auto natürlich nicht so gut kannten wie die Mitbewerber, die das Auto schon über 2 Jahre eingesetzt hatten. Wir hatten ja die neue Silhouette und mussten da viel dazulernen. Und von daher war es natürlich am Anfang auch manchmal ein bisschen Lernen, Trial and Error, was halt auf Basis der wenigen Testtage, die man in der DTM hat, nicht anders möglich ist. Dennoch glaube ich, wir haben aus dem Package meistens das Machbare rausgeholt. Ich denke, das sieht man daran, dass wir bis zum Schluss jetzt der Saison das schwerste Auto im Feld waren und trotzdem heute eigentlich gut mitfahren konnten. Ich denke, erstmal Glückwunsch an Paul und Christian, die da einen super Job gemacht haben heute. Aber ich glaube, es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, wenn der Gary Paffett, sagen wir mal, nicht mit dem Antonio da Costa aneinander geraten wäre. Aber hätte, wäre, wenn, das ist so ein bisschen das Motto dieser Saison bei uns und das soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir morgen den ersten Tag der neuen Saison erleben und da wieder Gas geben werden, um ganz vorne dabei zu sein in der nächsten Saison. Vielen Dank. Möchten Sie